Und was sagt der Captain zum heutigen Tag? Ja, bin natürlich wieder sauber aufgeregt, aber ich muss dazu sagen, nicht so wie beim ersten Mal, wo wir ins Wasser gegangen sind. Weil da, ja, da sind wir in den Hafen reingefahren und dann waren meine Gedanken alle beim Anlegen und kriegen wir das hin und wie auch immer. Und wenn wir jetzt ins Wasser gehen, ist ja unser erstes Ziel eine Ankerbucht. Das heißt, ein bisschen entspannter, selbst bei dem Wind, den wir gerade da draußen haben. Von daher bin ich etwas entspannter, aber immer noch sehr angespannt, muss man wirklich sagen. Alles im Kopf behalten, die Yacht seetauglich machen, dann, wenn es im Wasser ist, die ganzen Ventile schnell checken, hoffen, dass der Motor anspringt, den nochmal checken. Es sind wirklich noch einige Sachen, die schiefgehen können, bevor es dann losgeht. Und ja, toi toi toi, dass alles klappt und dass wir diesmal auch ohne Probleme starten können. Und ihr werdet das dann mit uns mitverfolgen können gleich, denn es ist gleich soweit. Wir werden in ja, so einer Stunde ins Wasser gelassen. Auch wenn wir das jetzt schon kennen mit dem Boot ins Wasser lassen, ist es jedes Mal ultra aufregend, echt ohne Scheiß. Ah, das ist echt immer, ah, das kribbelt überall. Aber ja, da fährt sie, unsere Benko, und wird jetzt gleich ins Wasser gelassen. Und dann hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Ach, es ist wirklich zum Kotzen gerade. Wir hängen wieder in der Kranbox fest und anscheinend, ja, ist irgendwie eine Verbindung nicht richtig angeschlossen oder wir können es gerade nicht wirklich erkennen. Wir brauchen auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal einen Mechaniker und ja, ist einfach wieder ätzend gerade, wenn man sich jetzt so freut rauszufahren und ja. Man hängt jetzt hier wieder fest. Aber wir sind guter Dinge, dass heute noch jemand vorbeikommen kann und ja, uns helfen kann, dass wir dann vielleicht irgendwie noch nachmittags oder dann morgen weiter können. Jetzt haben wir den Mechaniker gerade an Bord und ich hoffe, der findet jetzt schnellstmöglich den Fehler. Der Motor läuft wieder, wir sind sehr happy. War zum Glück doch nur eine Kleinigkeit. Der Mechaniker war kurz da, die haben nämlich, um das Getriebe rauszunehmen, den ganzen Motorblock versetzt, haben alle Leitungen und alle mechanischen Teile abgemacht und dann wieder zusammengebaut und haben eine Kleinigkeit vergessen. Und die funktioniert jetzt wieder. Unser Motor läuft, das freut uns sehr. Das heißt, wir können jetzt wieder ablegen. Und ja, jetzt fahren wir erstmal raus aufs Meer, gucken mal, dass auch alles funktioniert und dann gucken wir mal, wo wir heute Abend ankern. Geiles Gefühl. Wind, Wasser und es ist nur die Kanalausfahrt. Sau cool, gerade aus dem Hafen raus, hier hinter mir im Kanal. Ach, ist einfach herrlich. Sprachlos, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Voll geil. Jetzt fahren wir mal ein Stückchen und dann schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Thank you.
ja, fährt sich immer noch ganz gut. Sind ja jetzt erst die kleine Strecke gefahren, wir fahren gerade noch durch den Kanal und dann suchen wir unsere erste kleine Ankerbucht. Seid mal gespannt. Erfolgreich geankert und das beim ersten Versuch, das schreit nach einem Anlegebier. Also der obligatorische Schluck an Rasmus. Prost, ihr Lieben, aufs erste Mal ankern. Ich setze jetzt die Steffi aus, ich habe keinen Bock mehr und schicke sie aufs Dingi los. Ging aber schnell, dass sie keinen Bock mehr auf mich hat. Ja, wie ist es? Lustig. Aber ich komme ja nicht weit, ich habe ja keinen Motor. Den machen wir gleich dran. Das ist irgendwie ein ganz verrücktes Gefühl, das man gerade hat. Es fühlt sich gerade irgendwie an, als wären wir auf so einem Charterurlaub. Keine Ahnung, haben wir gerade beide gemeint, dass wir uns so fühlen. Aber dann blickt man sich so um und denkt, das kommt einem doch irgendwie alles bekannt vor. Das ist irgendwie echt krass, wie, glaube ich, der Kopf einfach noch so bestimmt ein paar Wochen braucht, bis er das realisiert, dass es wirklich unser Boot ist, mit dem wir jetzt, ja, um die Welt segeln können. Das ist irgendwie schon krass. Wie ist es so früh aufzustehen? Ach, gar nicht schlimm, wäre gelogen. Ich habe schon erstmal so ein bisschen, wirklich schon, aber jetzt ist es so schön schon wieder hier draußen zu sein. Das ist auch die Anfängermotivation. Ja, wir sind heute um 4 Uhr aufgestanden, weil die Tide dementsprechend hoch waren und wir da noch auslaufen konnten. Sonst hätten wir bis um 1 warten müssen, das wollten wir nicht. Von daher war es heute ein Early Bird. Und sind wieder unterwegs und auf dem Weg ins offene Meer. Willkommen in Kroatien! Ja, wir sind hier gerade in Umag jetzt angelegt, an der Zollmole und warten jetzt gerade auf den Beamten, dass er kommt. Der kommt irgendwie jetzt zu uns an Bord und dann werden wir eindeklarieren. Und dann geht's danach hoffentlich gleich in die Ankerbucht. Wir sind jetzt in unserer Ankerbucht für heute angekommen. Wir sind in Umag erfolgreich einklariert und 5 Seemeilen nochmal südlich gefahren, hier in eine kleine Bucht, um die Nacht zu verbringen. Super herrliches Wetter. Ich war auch gerade das erste Mal schwimmen. So ein geiles Gefühl, unter dem Boot durchzuschnorcheln und
einfach, also super, finde total geil. Und für diejenigen, die es interessiert, das Einklarieren in UMAG war wahnsinnig stressfrei. Also wir haben gedacht, wegen Corona gibt es total den Stress und ist anstrengend und haben die Aule offen und so. UMAG hat offen wie sonst auch und wir haben online sogar noch so ein Formular ausgefüllt, was Kroatien empfiehlt, wegen Covid eben, wo du so ein paar Sachen angeben musst. Das haben wir zwar gemacht, hat die aber überhaupt nicht interessiert am Ende. Das war ein Einklärungsprozess, wie ich sonst bei meinen Charterurlauben auch erlebt habe. Also von daher alles cool. Wir haben unsere Kurtaxe bezahlt und dürfen jetzt erstmal ein bisschen in Kroatien bleiben. Die Bucht ist hier echt super und wir sind total überrascht, beziehungsweise haben wir es ja schon gehört, dass gerade nicht viel los ist in Kroatien, weil wir sind halt echt mit einem Boot hier die einzigsten in der Bucht. Das ist richtig cool. Klar, es ist die erste Bucht, aber startet schon mal richtig gut.